Also gut. Das heißt, wir speichern und gehen in den Throne Room. Oh, hier sieht's aber schön aus. Hallo. Wo finden wir den König? Wir wollen heimgehen. Dumm die Dumm. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Das sieht irgendwie falsch aus. Here we are. Howdy. How can I? Oh, wie er jetzt guckt. Oh. I so badly want to say, would you like a cup of tea? Ja, das ist Ascor. Kennt einer eine gewisse Ähnlichkeit zu einer anderen Person? But, you know how it is. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. You know what we must do. When you are ready, come into the next room. It's a throne. It's another throne covered with a white sheet. Ja, das hier ist der Thronsaal. Der zweite Thron wurde einfach zugedeckt, weil er halt nicht mehr gebraucht wird. How tense. Just think of it like a visit to the dentist. Zahnarztbesucher sind aber meistens unangenehm. Are you ready? If you are not, I understand. I am not ready either. Either. Wie auch immer. So, überall ist ein Safe Room. Und hier ist die Barrier. Der Weg nach draußen. This is the barrier. This is what keeps us all trapped underground. If by chance you have any unfinished business, please do what you must. Nein, wir müssen weiter. I see. This is it. Then. Ready? Nein, ich bin nicht ready. Da ist unser Herzcontainer, wo er unser Herz einsperren will. A strange light fills the room. Twilight is shining through the barrier. It seems your journey is finally over. You are filled with determination. Human, it was nice to meet you. Goodbye. No mercy. Ascor attacks. Act. Ascor. Check. Ascor attack 80, defense 80. Und kein zusätzlicher Ouch-Text. Ascor. Talk. You quietly tell Ascor you don't want to fight him. He stands firm for a moment. Oh, 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 das ist gemein, das ist die fieseste Masche. Act, Ascor, talk. You tell Ascor that you don't want to fight him. His move gets funny for a moment. Ja, das ist nicht ganz so gefährlich. Item. Essen wir mal das Hotdog. You eat the Hotdog. Your HP was maxed out. Nicht bewegen und bewegen. So, gut, das klappt. Das ist nämlich seine Special-Attacke. Wenn er mit den Augen blinkt, sieht man, ob man sich bewegen muss oder nicht. You firmly tell Ascor to stop fighting. Recollection flashes in his eyes. Ascor's attack drop, Ascor's defense drop. So, jetzt ist er wenigstens nicht mehr ganz so hart. So. Jetzt müssen wir leider das machen, was wir das ganze Spiel über vermieden haben. Wir müssen angreifen. Dem kann man noch super ausweichen. Fight, Ascor. Und ja, wir müssen immer die Mitte des Auges treffen, um den meisten Schaden rauszuholen. Au.
Je öfter wir ihn hauen, desto mehr Schaden machen wir ihm. Bewegen, nicht bewegen. Bewegen, nicht bewegen und bewegen. So. Ja, au. Und nochmal. Wir haben nämlich keine andere Wahl. Wir können ihn nicht sperren. Er hat unser Mercy zerstört. Und reden wird leider auch nichts mehr bringen. Sims talking won't do you anything more good, kommt dann nämlich. Um es euch mal zu zeigen. Fighting, Esco. Also haben wir keine andere Wahl. Auch wenn Esco selber nicht mal so aussieht, als ob er kämpfen will. So, niemals nicht bewegen, alle drei Male nicht. Haben wir leider keine andere Wahl, als ihn zu bekämpfen. Und ich mag die Musik hier. Das ist das einzige Schöne an dem Bossfight. Die Musik. Wow. Gut, jetzt werfen wir mal die Butterscotch-Spy ein. You ate the Butterscotch-Spy. Your HP maxed out. The smell reminded Asko of something. Asko's attack down, Asko's defense down. So, jetzt machen wir den bösesten Schaden bei ihm, der möglich ist. Und er macht noch weniger Schaden bei uns. Bewegen. Jo. Kriegen wir hin. Wow. Ja. Au. Fight. Esco. Dem kann man zum Glück noch relativ einfach ausweichen. Fight, Esco. Das hier ist wiederum etwas schwieriger auszuweichen. Fight, Esco. Zweimal nicht bewegen, dann zweimal bewegen. So. Wenn man das kennt, ist es halt relativ einfach. Wow, das ist wiederum böse. Können wir ausweichen. Also dreimal nicht bewegen, einmal bewegen, genau. Wir haben ihn fast geschafft. Fight Esco. Und das war's. Ah, so that is how it is. I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. The future had once again been taken from us by the humans. In a fit of anger, I declared war. I said that I would destroy any human that came here. I would use their souls to become godlike and free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity and let monsters through the surface in peace. Soon the people's hopes returned. My wife, however, became disgusted with my actions. She left this place, never to be seen again. Truthfully, I do not want power. I do not want to hurt anyone. I just wanted everyone to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Please, young one. This war has gone on long enough. We have the power. Take my soul and leave this cursed place. Niemals. After everything I have done to you, done to hurt you, you would rather stay down here and suffer than live happily on the surface. Human, I promise you, for as long as you are, as you remain here, my wife and I will take care of you as best we can. We can sit in the living room, telling stories, eating butterscotch pie. We could be like a family. Fuck no.
Das war Esko und seine Seele. Und du scheiß Vieh, du blöde Pflanze. You idiot. You haven't learned a thing. In this world, it's kill or be killed. Und jetzt crasht gleich das Spiel als kleine Vorwarnung. One day, the hell disappeared without a trace. Ja, Maus schnell weg. Das Bug-Intro. Flowey, Level 9999 und 9099 Stunden gespielt. In meiner Welt. Continue. Ja, das Spiel ist gerade gecrashed und als wir es geladen haben, ist das passiert. Von daher... Oh, ein Save Point. Hand Level 1. The End. Autsch. Was? Fighting Ways? Nein. Howdy. It's me, Flowey. Flowey the Flower. I owe you a huge thanks. You really did a number on that old fool. Without you, I never could have gotten past him. But now, with your help, he's dead. And I've got the human souls. Boy, I've been empty for so long, it feels great to have a soul inside me again. I can feel them wiggling. Oh, you're feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have 6 souls. I still need one more before I become God. And then, with my newfound powers, monsters, humans, everyone, I show them all the real meaning of this world. Oh, and forget about escaping to your old save file. It's gone forever. But don't worry, your old friend Flowey has worked out a replacement for you. I'll save over your own death, so you can watch me tear you to bloody pieces over and over and over. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. Ja, Flowey will sich jetzt mit uns nochmal anlegen. Oder wir uns mit Flowey, besser gesagt. Aber Flowey hat die Macht von 6 menschlichen Seelen. Und ja, da kommt das abgefuckteste Etwas auf der ganzen Welt. Alle, die ein sanftes Gemüt haben, gucken jetzt weg, sonst kriegen sie Albträume. Und zwar jetzt schon. Was auch immer der Entwickler genommen hat, was Toby Fox auch immer genommen hat, das ist creepy. Und dann geht's los. Oh, Hilfe. Au, au. Autsch, au. Ja. Fight. Ein Schaden, das ist nicht gerade viel. Wow, da schießt er schon wieder. Okay, das erste Warning kommt. Die blaue Seele stößt ein Warning aus. Ja, bewirft uns jetzt mit Messern. Au. Act, you called for help. Bitte schnell help. Ja, danke schön. Danke für die ganzen Pflaster. Ja, er bewirft uns mit neuen Toy Knives, die sich danach im Pflaster verwandeln und... Au, 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 au. Ja, das wird lang immer creepiger. Wow, jetzt kommt er sogar mit dem Todeslaser. Was zur Hölle? Okay, die nächste Seele macht ein Warning. Jetzt ist es die orangene Seele. Oh. Act, you called for help. Ja, genau, gib mir Leben. So, das war nicht genug. Au! Und jetzt betrügt er, indem er das Save-File dauernd lädt. Vor allem, weil er mehrere hat. Ja, genau. Au.
Okay, die nächste Seele, jetzt die dunkelblaue. Aktiviert sich. Oh, Ballettschuhe. Au. Act. So, schnell die Noten einsammeln. Okay, es geht weiter. Au, ungut. Fight. 15 Schaden, das ist immer noch nicht wirklich krass. Oh, jetzt kommt die Flasche mit dem Fliegen. Oh, und wieder Bomben. Au. Game over. This is a all just a bad dream. And you are never waking up. Ha 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 ha. Did you really think I was gonna be satisfied killing you only one time? Okay, wir sind wieder an der Stelle. Wow, der geht wieder voll ab. Au. Also ja, wir dürfen wenigstens an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört. Jetzt kommt er auch noch mit dem Flammenwerfern. Ja gut, lila die Seele. Seele Nummer 4. Hatred, Cruelty, Ruin, Nightmare, Trap, Nightmare, Ruin, Corrupt, Cruelty. Act, you called for help. So. Und es geht weiter. Na, das ist nicht so gut. Oh ja, das ist übel. Okay, grüne Seele. Ah ja, jetzt werden wir hier mit Feuer beworfen. Zum Glück tun uns die Sachen der Seelen nicht so sehr weh. Und wenn man darauf geachtet hat, das sind alles Gegenstände, die wir gefunden haben. Das ist jetzt zum Beispiel die Frying Pan. So. Es geht weiter. Oh, ouch. Halt. Und ja, jetzt schießt er wieder mit Blumenfingern. Oh, Gott sei Dank kommt jetzt der gelbe, die gelbe Seele, bevor wir drauf, wieder drauf gehen. Oh, ach so, ja. You called for help. Ja, bitte schnell Hilfe. Ja, die gelbe Seele, alle sehen. Die grüne, die blaue. Jetzt werden wir vollgepumpt von den Seelen. Um Flowey endlich besiegen zu können. Flowey's Defense dropped to zero. Ja, weil sich die Seelen jetzt endlich wehren. Und jetzt sind auch seine Angriffe nicht mehr wirklich schlimm. Weil das meiste, was er jetzt benutzt. Wow, okay, sie werden wieder schneller und heftiger. Aber zum Glück kommt von oben immer Heilzeug.
auf. Oh, jetzt ballert er wieder. Na, ballern kann ich leichter ausweichen als den Dingern. Oh, die Bomben, die sind böse. Flammenwerfer. So, ein bisschen Hoffnung einsammeln. Und noch einmal und er ist weg. So. Stirb, Flowey. Ich will keiner, du Monster. No, no. This can't be happening. You. You idiot. Ah, ich will weg hier. Did you really think you could defeat me? I'm the god of this world. And you? You are hopeless. Hopeless and alone. Golly, that's right. Your worthless friends can't save you now. Call for help. I dare you. Cry into the darkness. Mommy, daddy, somebody help. See what good it does you. You called for help. But nobody came. Boy, what a shame. Nobody else is gonna get to see you die. Nein, geh weg mit deinem blöden Pellets. Okay. What? How do you... Well, I just... Load failed. Where are my powers? The souls? What are they doing? No. You can't do that. You are supposed to obey me. Stop it. Mercy. Nein, wir töten Flowey nicht. What are you doing? Do you really think I've heard anything from this? No. Spamming won't change anything. Killing me is the only way to end this. Ich werde dir den Gefallen nicht tun. If you let me live, I'll come back. Ich werde dir den Gefallen nicht tun. I'll kill you. Nein. I'll kill everyone. Nein. I'll kill everyone you love. Mach ich nicht. Huh? Why? Why are you being so nice to me? I can't understand. I can't understand. I just can't understand. Flowey ran away. Undertale by Toby Fox. Logo Design Tammy Chung. Ja, das ist das Neutral Ending. Alles ganz steril. Und mit ziemlich bitterem Beigeschmack. Esco ist tot. Die Seelen sind weg und die Monster sind immer noch eingesperrt. Wing, wing.
Hey, yeah. Is anyone there? Well, just calling to say you made the snowman really happy. Guess I should say something else too. Ja, weil wir ja das Snowman Piece mitgenommen haben. So it's been a while. The Queen returned and is now ruling over the underworld. She instated a new policy. All the humans who fall here will be treated not as enemies, but as friends. It's probably for the best anyway. The human souls the king gathered seem to have disappeared. So, that plan ain't happening anytime soon. But even though people are heartbroken over the king, and things are looking grim for our freedom, the queen's trying her best not to let us give up hope. So, hey, if you are not giving up down here, don't give up wherever you are, okay? Who knows how long it will take, but we will get out of here. Sans, who are you talking to? Oh, nobody. What? Nobody? Can I talk to them too? Here, knock yourself out. Wait a second. I recognize this number. Attention, human. I, the Great Papyrus, am now Captain of the Royal Guard. It's everything I've ever dreamed of, except instead of fighting, we just water flowers. So that's ever so slightly different. And we are helping Dr. Arthur with his research. So he's gonna find a way to get us out of here. Andang is helping here too. But to be honest, her method of helping seems kind of explosion-inducing. But I think Arthur likes having her around. Uh-oh. Hey, what are you up to, punk? Yeah. Please don't nugget the phone. Hey, who's in charge here? Me? Oh, yeah, that's right. I quit my job as leader of the Royal Guard. Actually, since we won't be fighting anymore, the Royal Guard totally disbanded. There's only one member now. But he's extremely good. Yeah, he is. Come here. Please don't nuke the skeleton. Anyways, now I'm working as Arthur's lab assistant. We're gonna find a way out of this dump once and for all. Oh yeah, and I'm a gym teacher at the Queen's new school. Didn't you know I can bench press 7 children? Awesome, right? Hey, I'm sorry about what happened with Ersko. You were just doing what you had to. Flowey had ihn getötet. It's not your fault, he... Ah, darn it. I missed the big guy. Come on, Undyne. Snap out of it. I guess I'll tell you how Arthur is doing. Well, she's the same as ever. Maybe a little more reclusive than normal. It seems like something's really bothering her. But she can get through it. I'm just supporting her. That's what friends are for, right? Hey, wherever you are, I hope it's better than here. It took a lot of sacrifice for you to get here, so wherever you are, you have to try to be happy, okay? For our sake, you'll feel better knowing our trouble was worth it. We're all with you, everyone is, even the Queen. Hey, wait a second. Toriel, do you wanna... she says she's busy. But if she knew who we are talking to, we wouldn't get the phone back for at least a few hours. We have the mercy to spare you from her. But call back anytime, okay? She'd love to talk. Oh, whoops. This thing is almost out of batteries. So, hey, to cut it short, but be seeing you, okay, buddy? Bye-bye for now. See ya, punk. Click. Verschwinde. Hau ab. Why? Why did you let me go? Don't you realize that being nice just makes you get hurt? Look at yourself. You made all these great friends, but now you probably never see them again. Not to mention how they've been set back by you. Hurts, doesn't it? If you had just gone through without caring about anyone, you wouldn't have to feel bad now. So I don't get it. If you really did everything the right way, why did things still end up like this? Why? Is life really that unfair? Say, what if I told you I knew some way to get you a better ending? You have to load your save file and, well, in the meantime, why don't you go see Dr. Alphys? It seems like you could have been better friends. Who knows, maybe she's got the key to your happiness. See you soon. Ja, und damit sind wir wieder im Hauptmenü und haben das neutrale Ending geschafft. Ich mache jetzt erstmal einen Cut, da wir schon viel zu lange überzogen haben. Und dann sehen wir uns beim Pacifist-Ending wieder. Also, bis dann.